Also könnt ihr die oben looten, bevor ihr runtergeht? Ja, das macht, ich würde jetzt einfach mal sagen, das macht, Shaolin. Ich mache unten die ganzen Leichen. Ja, ich quatsch mal die Ziege an. Nein, okay, jetzt auch schon. Jetzt haben wir einen Teleporter zum Goblin-Lager. Ist das ist gut. Warte, ich speichere erstmal, ich speichere. Ja, das wäre super. Mach das. Hey, Pilar! Und hoffe, dass das Spiel dann vielleicht nicht wieder in 30 Minuten abstürzt. Ja, ah, ja, also jetzt. Dann könnte man sagen, dass es an Ops liegt. Ja. Sonst müsst ihr schön beim Schachschaulieren reingucken, meine Lieben. Ja. Wenn er das nicht eh schon macht. Achso. Sammelt da gerade einer ein, ja? Ich sammle hier unten ein, ja. Soll ich gegritten Schweinebauch und so alles auch mitnehmen? Alles mitnehmen, was du kannst. Alles mitnehmen, was ich kann, okay. Hier drüben ist auch noch was, ne? Na, du machst oben, dachte ich. Ja, aber hier ist noch was. Da komme ich ja nicht hin. Wäre cool, wenn da noch einer looten könnte. Da. Habt ihr gehört, Leute? Ich sehe es nicht. Ach, sorry, ich hab fast Platz. Einfach Alt drücken, du musst da hinlaufen. Du musst in der Nähe sein davon. Und Alt drücken. Das hat mit deiner Wahrnehmung zu tun, Digga. Wollen wir nochmal? Zeig mal nochmal das Ding hier. Wo muss man looten? Da. Ja, geh ich hin. Wir sind doch schon da. Achso. Gut, hier unten ist auch alles leer. Wie sieht's bei dir da oben aus? Oh, hier unten liegt noch ein Heiltrank. Oh, und hier oben ist noch ein Rucksack. Ah, hier kann man auch noch mal lang gehen. Jetzt bin ich überladen. Kann mal jemand was rausnehmen bei mir? Never a dull moment. Ich glaube, ich bin auch überladen. Ich kann hier nicht viel rausnehmen, leider. Wer ist denn relativ leer? Wir sind alle relativ voll. Nö, Vic und David können noch. Kannst du nach schwersten Sachen sortieren? Alex? Ja. Ist das schwerste oben, ja? Oder wie? Ja. Ja, den Pack. Ja, die. Was hier? Lagervorräte. Mit dem Usen noch ein bisschen was ab, David. Usen kann nochmal sein Zeug aussortieren. Ich laufe gerade mal dahin, wo Shaolin hinrennt. Ich glaube, damit geht's weiter, oder? Nee. Nee? Also ja, aber. Boah, minus 4. Ich komme erstmal zu dir. Wenn ich um. Durchgehst geht oder wir gehen erstmal zum Händler, wenn es irgendwie geht. Nee, Jusen, geh mal da unten lang, wo du gerade bist. Nee, unten, da ist noch eine Kiste hinten. Ja, die muss ich aber aufschließen. Achso, okay. Ich gucke gerade, dass ich nicht HP verliere, wenn ich da runterspringe. Aber ich komme da irgendwie nicht hin, ohne dass ich mir wehtue. So, wo? Ach, hier, da komm ich hier, hin. Hier kann ich runterlaufen. Oh, sehr gut. Ich muss hier aufschließen, immer noch. Haben wir unten, wo wir vorhin gekämpft haben, alles gelootet? Nee. Leer. Der da oben noch über dir. Der hier hat, glaube ich, auch noch was. Na gut, Truhe ist offen. Und was ist da drin? Ein krasser Schild. Oh, wer benutzt Schilder? Also ein ziemlich guter Schild. Also wer benutzt denn das Schild bei uns? Weiß ich nicht. Muss man sich auch erstmal durchlesen, ob der Effekt gut ist. Na,
eigentlich David und Pyler. Bei mir ist noch ein Gegner hier hinten. Und ich frage, wie wir jetzt zu euch kommen. Ja, einfach zu uns klicken und dann... Achso, nee, wir können hier hinten die Leiter hoch, ich vergaß. Ich bin hier noch voll am Looten. Bei mir hier hinten ist noch ein Gegner, ne? Aber ich glaube, den kann ich so töten. Warte mal. Du hast nicht viel Leben, pass auf. Ja, aber ich kann mich ja... Ja, wir können auch kurz eine kurze Rast machen. Warte, dann haben wir wieder alle... Ich kann mich doch verstecken, ich bin doch jetzt nicht im Dings. Ich kann den doch so töten. Hier noch irgendwas? Nee, okay, hier habe ich alle gelootet. Und da oben sind noch viele Sachen. Ja, ist tot. Hab ich. Okay, jetzt kommen wir zu dir, oder was? Habe ich mich angeschlichen hier, dem Penner. Oder wo ist jetzt der Plan hinter? Na, erstmal alles looten, Jusen. Wir sind doch hier immer noch gar nicht fertig mit looten. Gibt's doch noch ganz viel. Wir mal ganz so alles mitgenommen, was auf den Tischen liegt, David? Ich bin jetzt erstmal hochgegangen zu Yuzu, weil ich dachte, da ging es weiter. Wie geht's auch dann weiter, theoretisch, ja? Waren wir da unten nicht durch oder bist du jetzt noch weiter zurückgelaufen? Nein, ich bin immer noch da unten. Wir haben aber, wo wir rausgekommen sind, die rechte Seite noch gar nicht gelootet. Ach so, na, jetzt schießt er da drauf. Okay. Na, weil ich kam da oben nicht auf die Mauer rauf, weil da lag nur ein Speer und dann dachte ich, das geht hier nicht weiter, weil... Ach so, nee, du bist da hochgeklettert, wo Alex war, oder was? Ich denke, da ist Alex von hinten hochgelaufen, ja, um zu umrunden, oder? Aber in der Ecke, wo ich jetzt gerade stehe, da habe ich noch gar nichts. Da habe ich noch nichts gelootet, wo ich hochgelaufen bin. Ach so, ja gut, da bin ich gar nicht hingegangen, weil... Die Sachen, die hier auf dem Boden liegen, die könnt ihr auch alle mitnehmen, ne? Ich versuch alle zu erwischen. Hier lag noch eine Laute und so. Okay, jetzt bin ich langsam zu schwer, wie es aussieht. Feuerschale. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Da hinten ist ja Alex hochgelaufen, da hat er bestimmt schon geguckt. Oh, bleib oben. Das Bild stecke ich mir noch ein. Kommen wir da irgendwie an die dicke Truhe da oben ran? Weiß ich nicht. Oh, Alex ist hier. Wenn wir Fenster verschieben, ob wir eigentlich auch Leitern verschieben können? Weil das war, glaube ich, nicht bestimmt gedacht, dass die Leiter kaputt geht. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, wo wir da weiter hochkommen. Ja, das habe ich nämlich auch nicht gesehen. Also da, wo... Dann nur so eine Erhöhung. Ja. Oder Yuzu muss halt irgendwo hinspringen können, wo wir vielleicht nicht hin können. Ja. Das kann sein, ja. Dann soll ich zu euch kommen oder wollen wir weiter? Das ist eine gute Frage, Jürgen. Ja, danke. Sei noch nicht sein, das war so ähnlich die Frage. Ja. Warum ist das nicht wie bei Diablo, dass so verlorener Blut dir quasi hinterher gespawnt wird? Ah, sehr komisch. Also, ich weiß ja so nicht, wie man da hochkommen soll. Ja, wie gesagt, vielleicht über die Leiter, die ich kaputt gemacht habe. Ja, oder Yuzu kann hier hochspringen auf die Säulen und von den Säulen dann da nach oben. Weiß ich nicht. Dann komme ich jetzt, warte mal, dann komme ich jetzt zu dir und dann zeigst du es mir. Ich hab glaube ich eine Idee, Alex, hier hinten bei mir ist eine Leiter. Okay. Die haben wir vorhin ja nicht gesehen. Da kommt Yuzu jetzt her. Also bleiben wir unten oder? Na, wenn ihr könnt, dann geht hoch da zu der Kiste. Okay, ja. Die ist wo ja. Und wo soll ich jetzt hier hoch? Warst doch gerade oben, Jusen, du bist doch gerade wieder runter. Ne, hier. Hier oben, Digga. Hier ist noch eine Kiste. Bei mir. Warte, ich seh's gerade noch nicht. Ja, irgendwie spinnt meine Kamera gerade ein bisschen. Ja, macht's generell nicht leise. Ich komm nicht so weit tot, dass ich sehe. Ja, drück mal O. Zeig mal nochmal. Schau dir den. Ja. Nee, da komme ich nicht hin. Hä,
Naja, das habe ich ja gerade gesagt. Vielleicht kannst du hier hochlaufen, also hier hochspringen, dann hier hin und dann kannst du vielleicht irgendwie da hoch. Sorry, meine Kamera, ich bin gerade übelst krass hier in dem Game. Hier, oder hier? Ja. Kannst du da oben raufspringen? Nee, ich kann nicht auf die Säule springen, ne. Mein Beileid. Nee, es tut mir leid, kann ich leider nicht helfen. Okay, das da hinten ist eine Sackgasse, da müssen wir eigentlich nicht hin. Jetzt oh, hast du den Schatz hier ausgegraben, David, oder was? Das war Ecke. Ach, du warst du. Ich bin jetzt auf jeden Fall da oben, wo die Gegner waren. Was macht sie jetzt? Okay. Bin schon wieder überladen, also wenn wir jetzt vielleicht zur Stadt zurückgehen, könnten wir super. Dann gehen wir zum Port, der ist mal wieder runter, oder? Keine Ahnung, wo mein Charakter hinläuft. Mal schauen, was er macht. Dann erstmal runter zum Port. Obwohl, wir können auch einfach so teleportieren, oder? Ja. Was war das? M? M, genau. Und dann und die Smaragd-Ebene. Aber wir können auch. Ja, zerstört das Dorf. Ne, ich glaube, Umgehung des Smaragdhains, oder? Ja, oder Smaragdhain direkt. Ich habe nur Umgehung des Smaragdhains. Da ist ja kein Portal. Also ja. Umgebung, ja? Mhm. Kann mir einer noch ein bisschen was rausnehmen aus dem Inventar? Hat einer noch ein bisschen Platz? Ja, ich hab bestimmt noch Platz. Alle? Was war? Ich konnte ja ein bisschen mehr nehmen mit Control. Ja, ich hab ich schon rausgemacht. Ich bin wieder frei. Und ich glaube, du brauchst auch keine 37 Diebeswerkzeuge. Da kannst du auch noch mal ein paar im Lager dann kann ich noch mal ein bisschen ins Lager, ja. Okay. Weiler, kommst du? Jo. Alter, du musst dich auf jeden Fall mal heilen, Jolin. Ja. Es wäre cool. Achso, ihr seid schon ins Lager, wa? Ja. Ja, ich bin krass überladen. Ja, wollen wir eine kurze Rast machen erstmal? Ne, erstmal verkaufen, würde ja. Ich sagen. Können wir noch eine Rast genau. Machen. Wir gehen ja dann sowieso ins Lager, oder nicht? Also in die Stadt. Ja? Ja, wir gehen erstmal in die Stadt, verkaufen alles und dann genau. Machen wir eine Rast. Take a while for soul to recover. Wird mal verkaufen hier bei den Typen. Take... Of course. Ich würde sagen, ich schau, den redet, aber der ist im Verkauf. bevor wir jetzt verkaufen, wollen wir vielleicht erstmal durchgucken, was wir so gefunden haben. Ich habe bis jetzt nichts Gutes gefunden, es war alles bloß Billo-Zeug. Na und der Schild? Den habe ich nicht gefunden. Der ist bei mir drin, hier. Leuchtender jo. Schild. Ich habe auch ein paar gute Sachen, glaube ich, gefunden, bin mir auch nicht sicher. Der ist grün. Und eine Fellrüstung plus 2 habe ich gefunden. Mittlere Rüstung. Habt ihr euch jetzt geportet oder habt ihr es über Lagerfeuer gemacht? Nein, geportet. Na, einfach M drücken und dann auf Umgebung des Smaragdhains. Genau. Ich habe einen Drescherring gefunden. Da kannst du 3 Meter mehr laufen anscheinend. Ja, das sollte aber vielleicht jemand nehmen, der nicht so mobil ist wie ich. Müssen wir jetzt so eine Ewigkeit laufen, oder was, David? Ja, oben, ja. Ja, weil hier unten durchs Tor und dann... Ja, Jusen, aber mehr hast du auch nicht. Ja, aber der Drecherring, den würde ich sogar, glaube ich, ganz unten gerne durchs nehmen. Tor. Ja, dann mach das. Weil es würde mir schon helfen, hier und da mal 3 Meter mehr laufen zu können oder mehr Bewegungsrate zu haben, so. Da will ich Wucht wegmachen. Ja,
doch voll in die falsche Richtung, oder? Mach ich mal Wucht weg und mach den da rein. Perfekto. Dann kann man von mir aus gerne. Oder braucht jemand Wucht? Aber höchstens du, Shaolin. Bist du auch Nahkampf, falls du Wucht haben willst? Der Ring könnte helfen. Na, ich hab ja noch keinen Ring, den nehme ich dann erstmal, ja. Dann musst du den einfach nur bei dir da reinziehen. Nein, wirklich. Ja, ich habe gerade nichts gesehen, deswegen. Ich dachte mir, hä, warum macht er nichts? Gefühlt schon eine halbe Stunde erwähnt. Ja, also die Bogen kannst du auf jeden Fall verkaufen, alle, würde ich sagen. Oder braucht noch jemand einen Bogen, der bis zu 7 Schaden macht? Nö. Der leuchtende Schild hier, der ist gar nicht so kacke. Also den sollte einer von euch beiden nehmen. Entweder David oder Pyla. Der leuchtende Schild. Was ist das leuchtende Schild? Der ist grün und ist bei mir drin, ganz oben fast. Ach da, da. Ja, Pyla, magst du das Schild nehmen? Weil dann nehme ich das mit dem Heldenmut. Kann ich nämlich auch auf, dann habe ich eine Fähigkeit, also, was ich auf andere habe, oder was? Genau. Oh, warte. Ach man, ich krieg's jetzt gar nicht in dein Inventar hier. Ein bisschen runterscrollen. Da. Okay. Ey, mit dem Scrollen. Oh, Spinnennetz packe ich Pyla rein. Schriftrolle. Jusen hat auch eine Schriftrolle schwimmen. So, ich habe noch eine Rüstung gefunden. Eine blaue. Mittlere Rüstung. Eine blaue? Ja, die macht Geschicklichkeitswürfe. Und plus 1 auf Initiative. Ja. Aber es ist eine 14er. Was ist used für eine? Eine 15er. Ja. Aber ich glaube, die Rüstung ist mehr was für dich, oder David? Aber Jusen, das Problem ist bei deiner Rüstung, du hast keinen geißelnden Schaden. Ja. Das heißt, ich kann geißelnden, obwohl doch, du kannst glaube ich auch, oder? Ich hatte auch ein, zwei geißelnde Schaden, hast du letztens gesagt. David hat doch auch mittlere Rüstung, ne? Ja, ich habe auch mittlere Rüstung, geißelnden Schaden. Ja, nimm du die doch, aber was kann jetzt die blaue genau? Du nimmst die blaue. Ja. Na, die blaue, die gibt dir plus 1 auf Initiative. Wo ist die denn? Die ist nicht bei Shaolin drin, oder? Die ist schon bei dir drin. Achso. Hier, dann kannst du die haben. Ja, dann fange ich jetzt an zu verkaufen. Was ist denn mit der Rüstung, die du noch bei hast? Oder hattest? Jetzt ist sie weg. Ja. Über die haben wir gerade gesprochen, Pyla. Okay. Und über die von Jusen auch gerade die ganze Zeit? Ja, es ging um euch. Das Problem ist, das sind beides mittlere Rüstung, die kannst du nicht anziehen. Ich weiß, das war ja auch eher für dich gedacht, nicht für mich. Oh, ein Amulett. Alter, wie geil ist denn das Amulett, was ich gefunden habe? Amulett der Unwürdigen. Gewährt resistent gegen Hiebschaden. Gewährt Verwundbarkeit durch Wuchtschaden, okay. Das ist ein Plus-Minus-Geschäft. Ja. Oh, was habe ich für ein Amulett? Okay, ich kann mit Geister quatschen. Ja, dann scheiße ich doch auf Geister quatschen. Würdest du es verkaufen oder einer von euch will gerne Geister quatschen haben? Also ich ziehe vom Wuchtschaden-Ding, würde ich schon gerne nehmen. Sonst kann Shasholin das gerne verkaufen. Toten sprechen kann ich auch. Also, brauchen wir nicht. Der Verkauf ist. Ich glaube, das können wir irgendwie alle. Was ist denn mit den Schlüsseln eigentlich? Ist das wichtig? Die würde ich behalten, ja. Kannst du denn zu Hause in irgendeine Truhe? Die Rauchpulverfässer finde ich auch ganz cool. Die würde ich auch gerne mal ausprobieren. Einfach so ein Ding mal auf den Gegner werfen. Und wenn ich weiß, okay, ich bin voll beim nächsten Mal dran, einfach anzünden und dann explodiert es. Kann bis zu 34 Schaden machen. Ist schon ganz geil. Ja. 4D4 mal 18. Genau. Hast du auch einen, ja? Nee, ich hab's bei dir gerade nachgelesen.
Ich glaube, bei mir macht das auch nicht so viel Sinn, weil du kannst die Dinger bestimmt eh wesentlich weiter schmeißen als Icke. Ja, durch Stärke, ja, wahrscheinlich. Ey, wie viele NPCs hier rumlaufen. Wenn man sich einmal mit allen unterhalten will, hat man ja schön die Arschkarte. Holzfässer, die nicht rot sind, und Kisten kann ich öffnen, oder? Vielleicht. Probier aus. Wollen wir vielleicht Feuer speichern, bevor du das ausprobierst? Das wäre eine Idee. Alex, bist du gerade noch im Verkauf? Dann verkauf mal kurz. Geh mal aus dem Händler raus. Ja, may you keep Balan. So, kannst du. Kann ich speichern? Ja. Achso. Nur den Stream hängt hinterher. Ist doch immer eine Zeitverzögerung. Ja, aber nicht von 2 Minuten. Naja, das ist durch... Jetzt kriegst du oben erst rechts drauf. Ja, na, das ist durch die Codierungsverzögerung von OBS. Ist ja das, was ich meine. Ist halt ein Ultra-Delay da. Opala. Stehle, alle Leute. For soul to recover. Zumindest das, wo ich ran darf, ja. Ich glaube, ich habe alles verkauft. Denk doch mal ein paar Heiltränke. Ich hätte gerne mindestens 10, ganz gerne, wenn es geht. Ja, klar, Alter. So viele haben die auch nicht. So. Somit hier noch, also kannst du in unser Inventar zugreifen oder müssen wir dir das alle drüber schieben, Alex? Das musst du mir alle reinschieben. Na ja, dann. Wenn du noch was hast. Na, Lord Dingelings hat auch noch einiges. Ah, das wäre cool, wenn ihr mir das da alle drüber schiebt. Ja, aber die müsste schon alles reinballern, ne? Der kann vom Händler aus nicht in eure Inventare eingreifen. Wäre auch zu praktisch gewesen. Stimmt, alle bloß Peanuts, was das bringt, oder? Giftpfeil kann David haben. Oh, aber Kleinvieh macht ja auch Mist, das ist doch in Ordnung. Shaolin, funktioniert das eigentlich, wenn ich meine einzelnen Schlüssel dir gebe und die du an diese Schlüsselbunde daran machst, die du hast? Weil das ist ja auch leere Schlüsselbunde, wie ich sehe. Kann man da diese Schlüssel ranmachen, die ich gefunden habe? Genau. Da kann man die als 1-Deck haben? Ich denke ja, oder? Kann ich dir nicht sagen, Digga. Ich hab die alle in meine Truhe gepackt. Ins Lager. Achso, du bist überladen, deswegen kann ich dir nicht mehr ranpacken. Ja, ja, aber ich sehe es gerade bei dir auch im Inventar. Da hast du auch so ein paar Schlüsselbunde, deswegen. Das interessiert mich nur, ob man das vielleicht koppeln kann. Dann hey, du verkaufst doch alles. Ah, jetzt ist das Überladen weg. Wollte doch gerade sagen. Ploppt schon alles weg, aber es steht immer noch überladen. Ja, aber er muss ja auch erstmal kurz rausgehen vom Händler. Nee, ich muss tauschen einmal. Achso, ah, okay, du musst nicht extra raus, okay. Nee, ich muss das nicht. Was ist das? Feuerpfeil, oder? Hier weg hoch, David. Ja, Feuerpfeil kannst du auch mir geben, die nehme ich auch ganz gerne. Sonst, falls nichts dagegen hast, würde ich die Feuerpfeile nehmen, weil du bist ja auch Zauberer, ja? Kannst die Feuerpfeile gerne haben. Geil, danke dir. Die Tränke behalte ich erstmal alle, wa? Und die Bücher muss ich später mal in meine Kiste packen. Na, wie viele Tränke hast du denn? Ich hab 4 Gegengifttränke, 7 Feuchtchemie-Feuertränke. Ein. Okay, ne.
Federtrank. Ja, die hab ich dir alle reingepackt, weil du ja meistens von hinten angreifst. Ja, ja. Deswegen wollte ich ja bloß mit euch abquatschen, dass ich die erstmal alle behalte. Du bist der kleine Zauberer, der nebenbei mal freche Dinger kickt. Das bist du. Obwohl, nee, ich hab noch vier. Was ist das? Ach, das war ein großer Heiltrank. Ach nee, Gedankenlesetrank. Jetzt lese ich das erst richtig. Ja, den behalten wir mal. Ja. Wenn wir mit irgendjemandem irgendwas wetten, ist das bestimmt praktisch, die Gedanken zu lesen. Das war's. Achso, soll ich das Goldkostüm, dass du was kaufen kannst? Oder? Nee, es gibt ja nichts zu kaufen bei dem. Keine Tränke, keine X? Nein, leider nicht. Scheiße. Wisst ihr denn, was bei David mit seinem Hammer ist, oben rechts im Inventar? Oder den Stiefeln, die Weste, die komische Keule? Ich wollte kurz ins Lager gehen und wegpacken. Alles, was grün ist, würden wir erstmal nicht wegpacken. Aber gut, wenn wir ins Lager gehen, würde ich auch mal mit diesem Wollo sprechen. Braucht man denn die Sachen noch später für irgendwas, weil die ja dann so übelst schwach sind später? Dann müssen wir gucken, weil so viel stärker werden die Sachen eigentlich nicht direkt. Okay, aber eine Keule, die nur 1 bis 6 Schaden macht, weiß ich nicht, ob man... Ne, aber das könnte ich ja anders. Bei mir macht sie 2 bis 11. Aber ich bin halt in den Kriegswaffen noch ungeübt. Die Attacken, die es hat, ist eigentlich nicht schlecht. Handschuhe habe ich auch noch keine ordentlichen. Naja, finden wir noch alles. Meteor is locked. Und wir haben ja jetzt auch aktuell auch keine Geldnot. Nee, davon nicht, haben wir erstmal genug. Wir können auch die Orks bezahlen auf jeden Fall. Meine Halbbrüder. Die Magier sind alle weg. Achso, wir könnten auch mal dran denken. Ne? Ich glaube, wenn wir so Alchemie-Sachen und sowas im Inventar haben, müssen wir, können wir die auch in den Beutel schieben oder auf den Beutel klicken und der sortiert sie selber ein oder so. Jo. Weil der sortiert das nicht alles von selbst. Nee, das ist, weil ich meinen Beutel rausgepackt hat. Deswegen. Die Lagervorräte meinst du? Mein generell, was man für Alchemie braucht, wenn man ja hier auf den Alchemiebeutel draufklickt, dann sieht man ja, du hast da schon ein paar Zutaten einsortiert. Achso, ne, drück mal macht I, das, glaube ich, nämlich nicht mal immer automatisch. Hast du schon mal einen Trank gecraftet? Ecke, nö. Und drück mal I. I? Passiert nichts. Na, geh mal aus dem Abmaske raus. So dass du den Charakter halt siehst. Und dann gehst du auf I, dann hast du links dein Inventar und da gibt es so viel Bubbles oben. Da musst du das Vorletzte anklicken. Seid ihr schon im Lager oder was? Ja. Achso, ich glaube gerade, wo du seid. Kannst du quasi unten links auf alle Zutaten extrahieren und dann kannst du links gucken, was für Tränke du machen kannst. Okay, ist bei mir ausgegraut, ich habe eine Spalte dabei. Okay. Okay, wo ist Bolo der Typ? Okay, mein Reisesack ist, glaube ich, jetzt voll mit Vorräten. Müssen wir mal Ausschau halten. Es gibt im Spiel auf jeden Fall überall noch mehr Säcke, die manchmal auch einfach bloß am Straßenrand liegen. Dann sollten wir die mal einsammeln. Ja, ich habe Jusen einen reingepackt gehabt. Den nehme ich mir mal, den Flickensack. Mach das. So, dann ab zum Lager, ja. Sieht irgendeiner von euch Wollo? Den sehe ich gerade nicht hier im Lager. Der könnte sich hier überall verstecken, das Lager ist ein bisschen größer. Doch, ich sehe ihn. Wo denn? Gut, der steht da neben dem Lagerfeuer mit einem dicken Ausrufezeichen. Über ja, da gehe ich schon hin. Ich gehe schon hin. Jetzt muss ich bloß erstmal wieder gucken, wo ich hier stehe, damit ich die Truhen finde. Die sind da oben. Peiler, die Tränke, die habe ich dir alle reingepackt, ihr habt. Ja, ich weiß. Die. Ja, dann. Ich kann nur an meine Truhe rangehen, ne? Ja. Alle anderen Truhen sind ja dann eure. Also ich bin gerade im Gespräch, falls jemand zuhören möchte. Ich bin gerade beim Wegsortieren, Digi. Ah, ich auch.
man die Bücher eigentlich noch direkt irgendwie lesen, Leute? Ja. Okay, dann sollte ich das auch irgendwann mal machen. Es gibt bei den Büchern die Möglichkeit, dass wir Attribute dazu kriegen, also Stärke, Charisma oder sonst irgendwas. Oder halt irgendeine Scheiße lernen. Ich will Scheiße lernen. Seelenmünze, okay. Ansonsten, wenn wir von dem Zeug, also von den Sachen nichts lernen, dann wäre es gut, wenn du die gleich irgendwie sortieren könntest. Die können wir dann verkaufen. Die bringen, also die sind dann nutzlos. Könnten auch später mal vielleicht ein paar meiner Zaubersprüche verkaufen, weil manche davon braucht man ja gar nicht. Ja, naja, oder du lernst sie halt, ja, wenn sie nicht so teuer sind. Also das hier mit den Fallschaden, dass wir da immun werden, das wäre schon von Vorteil. Es gibt so ein paar Stellen, wo man... Schriftrolle Feder fallen, oder wird? Ja, genau. Das kann ich schon. Wie gesagt, wenn sie jetzt nicht so teuer sind, aber wir haben ja eigentlich gut Geld. 1000 sollten wir vielleicht immer aufbewahren für die... für das Horn, dass wir uns das auch leisten können. Nicht, dass sie irgendwann wütend werden, wenn wir sie nicht bezahlen. Warte. Kann man denn irgendwo von außen sehen, ob man die Bücher lernen kann? Oder nicht? Jusen kriegt jetzt, glaube ich, sein Auge. Guckt rein bei ihm. Ich weiß nicht. Er untersucht mich erstmal. Alles gut, alles gut. If I just peer in your eye, I could quickly... Komm, Alex, guck mal rein. Mach ich doch. Ja, los, weg damit. We'd have a specimen of incredible rarity on our hands. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Ah, okay, schade. Okay. Er bereitet das erst vor. Aber wir haben 15 EP gekriegt. Okay. Cool, Jo. Okay. Einfach Buch Doppelklick drauf machen, und wenn ich es einfach nur lesen kann, dann ist es nichts, ja? Genau. Ich hab noch keine Bücher gelesen in dem Spiel. Das ist nischt, das ist nischt. Das ist nischt. 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 Ist auch geil, ein ganzes Buch für zwei Sätze. Ist sehr groß geschrieben. Ah, cool, ein Rezept habe ich gelernt. Könnt ihr das denn auch immer noch lernen? Nee, du bist halt der. Wir haben es automatisch gelernt. Ich habe es auch gerade gelernt. Ah, gut. Wieder eine Frage beantwortet. Was haben wir gerade gelernt? Irgendein Rezept. Elixier. So, also alle Bücher, die dann Crap sind, die kannst du... Achso, nee, pack mir die mal noch nicht ins Inventar. Ich muss bei mir erstmal... Ich glaube, das war das hier. Elixier der Arkan. Der Arkan-Kultivierung. Das müssten wir, glaube ich, gerade gelernt haben. Ein Buch, was Kindern Albträume verursacht. also meintest du, Alex, das Buch, wo wir jetzt was gelernt haben, können wir das jetzt auch verkaufen oder sollte ich das jetzt eher wegpacken? Ja, das können wir jetzt auch verkaufen. Wenn wir das gelernt haben, können wir das weghauen. Alles klar. Dann kann ich dir das alles geben. Ne, warte aber bitte noch. Ich muss bei mir auch erstmal durchgucken. Der Hund heult, wenn ich mit meinem Instrument schlecht spiele und rennt weg. Ich hab auch noch zwei Stäbe, die du verkaufen könntest. Seit wann nennst du mich Hund? Ich rede mal mit ihm. Er nennt dich doch immer beim Vornamen, oder? Wow, ihn streicheln. Na, Kleiner, was geht ab? Bist ein Hübscher, bist ein ganz Feiner, bist ein Toller. Was denn? Ah, süßer bist du. Ja. Ein Krieger. Der Hund denkt sich auch, oh, du stinkst so schön. Du riechst doch cool. Okay, kann nur streicheln. Was noch an dir klebt seit Wochen, Alter? Okay, kann nur streicheln. Aber Hunde kann man niemals genug streicheln. Wer weiß, wenn du ein Stück Fleisch hättest, könntest du ihm das bestimmt hochheben. Oder vor ihm hinlegen, vielleicht frisst er. Also kann ich weggehen, okay.
Zweimal streichen wir heute ab. Was für ein Wichser. Oh, hier ist ein Bücherstapel. Hat schon mal einer reingeguckt? Hab noch nicht reingelunscht. Oh, Heil. Uiuiui. Habt ihr das Rezept jetzt gelernt? Ja, eine einzelne Stunde. Oh, und 30 EP, Alter, krass. Nice. Cool. Und ein Inspirierungspunkt. Ja. Cool. Hat auch was gebracht, dass ich die Bücher ja. Versuche mal noch Ausschau zu halten, ob hier irgendwo Säcke rumliegen, die ich für uns noch einpacken kann, aber ich sehe leider nichts. Ein Eimer, der bringt nichts. Müsste ich ja, den Tisch müsste ich ja noch leer räumen können eigentlich. Ist denn der Brot? Josen, pack mal die beiden Pulverfässer in dein Lager rein. Die wiegen 26 jeweils. Aber ich würde wenigstens gerne mal einen werfen. Also einen würde ich gerne behalten. Den würde ich gerne mal in einem Kampf werfen wollen. Machst du dann? Ja, können wir ausprobieren. Ja klar. Musst du bloß werfen und ich entzünde das dann mit einem Feuerpfeil oder so, dass wir kleine Kombi draus machen. Wo sind denn unsere Kisten? Hinter dir, Jusen. Andere Richtung. Da, wo ich stehe. Genau, umdrehen und da wieder hochlaufen. Gut, ich bin durch. Also, ihr könnt mir jetzt eure Bücher reinpacken. Dann verkaufe ich die noch. Leider keine Säcke, ey. Schade. Ja, mach ich. Ah, okay, der rote ist meins. Und dann sollten wir uns hier in der Stadt mal nach unten laufen, weil ich die ganzen Druiden hier, die sind weg. Und da unten passiert irgendwas. Aber warte mal, ich hab auch noch in der Kiste ein paar Sachen zu verkaufen, wie ich sehe. Ja, pack mir alle rein. Also welche Taste drückt man denn zum Sortieren? Stapelt er dann auch Gegenstände, die man doppelt hat, ineinander? Ja, eigentlich schon. Musst du Inventar drücken und dann oben links sortieren. Oben links. Also Tab und oben links, da steht bloß nicht sortieren. Nee, nicht Tab, Inventar. Also I. Da steht sortieren, alles klar. Nach, machen wir mal wieder Gewicht, würde ich sagen. So. Oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Ja, das macht Sinn. Ja. Warte. Hier hinten. So, das bloß ein verlassenes Haus. Hund hat ein Medaillon. Okay. Noch mehr irgendwas? Habt ihr alle die eben, was ich noch hatte? Ich hab auch die Kiste nochmal durchgeguckt. Ja, ich auch. Okay, nice. Ich hab dir auch alles gegeben. Ja. Sehr gut. Okay, der mit dem Feuerfall nehme ich mir. Sorry. Ich hatte ja nichts Blaues oder einer anderen Farbe. Obwohl der Säurefall, den würde ich auch nehmen. So, aber Pfeil, den nimmst du ja auch selber, ne? Pfeil hab ich jetzt auch, schon wieder abgehauen. Na, eigentlich ist nur. Eigentlich müssen wir bloß warten, bis Alex verkauft hat und dann können wir kurz pennen gehen, oder? Ich hab hier noch so einen grünen. Ja. Typen auf der Karte. Bin da. Mit... Warte mal, ich reg mal mit Schattenherz. Ja, warte. Oh, wird mit ihr nie richtig. Oh, jetzt leckt es schon wieder, ey. So, kann mich irgendeiner von denen heilen? Nee, wa? Du heilst dich doch, wenn wir jetzt eine lange Rast machen, Alex. Ich wollte gerade sagen, wir wollten noch eine Pause machen. Aber wollen wir nicht mal das ausnutzen mit den kurzen Rast? Weil wir haben auch das noch... Es gibt uns aber nur Leben und keine Zauberspells. Also ich bin komplett out.
Ich weiß aber nicht, ob das hier nach Tagen geht, ne? Also immer wenn wir eine lange Rast machen, dann vergeht ja ein Tag in dem Spiel. Ja, genau, da müssen wir nur bei manchen Quests aufpassen, aber bis jetzt haben wir, glaube ich, keine Quests, die im Tag gehen, Ja, oder? aber wir schreiten ja auch in diesem Traumscheiß da voran. Ohne Ach dass wir da so. jetzt irgendwas gefunden haben von. Also, wenn wir jetzt immer wieder eine lange Rast machen nach jedem Kampf, ich glaube, wir sollten da vielleicht ein bisschen aufpassen. Das weiß ich nicht. Ist nur meine Meinung. Positiv. Lass mich gerne Wir können trusten demokratisch darauf. überstimmen, aber. Mir ist egal, ich kann mich jetzt auch immer aufladen außerhalb des Kampfes. Ich weiß es halt nicht, Alex, da sollten wir mal nachlesen oder so. Das Ding ist mir auch gerade im Gespräch, Leute, deswegen. Ja, ich sehe es doch. Das fünfte verstehe ich nicht so ganz. Wird das fünfte? Bei mir wird ja nicht fünfte. Ah, nee. Ach doch, Das hier, du sind musst die runterscrollen. Würmer, die wir bei uns Ja. eingesetzt haben. Ich bin gleich wieder da. Ich mach mal fünf. On one hand, they seem useful. But on the other hand, or perhaps tentacle before long, we know where they're coming from. And what lies at the end of that path. I never expected Seramorphosis to be tempting. I think we should resist these powers. There's simply too many unknowns for us to risk it. Okay. Ich habe einen Nachteil, wenn ich überzeugen mache. Ist mal kacke. Nicht mal einen kleinen. Also theoretisch ist der Nachteil ja nur, dass beide Würfel geworfen werden und was am schlechtesten ist, wird Some might gewertet. say eels and turnips boiled in milk is a delicacy, but some are fools. I'll make my own mind up. I know. I don't understand how exactly, but I felt it go to you. It's important. Keep it close. Echt? Ich hätte das zweite. Warum das zweite? It's not the sort of thing I can just tell anyone. Let's see if we can build up some trust first. I do, but the artifact has a will of its own and powers to enforce it. It likely won't let me take it back. The best I can do is to stay close, bide my time. Eventually, I'll need to take it. Then I'll have to see what can be done about that. Der quatscht ja immer noch. Das hört er auch nie auf hier. I don't know what you mean. It's nothing, really. Oh. Oh, nice, nice, nice. Okay, ich kann würfeln. Ist ja jetzt eine dicke Auswahl. Ja, also ich habe plus 2 und plus 2. Und Grundbarbar. Da war ich noch Grundbarbar mit dabei. Einschüchtern, okay. 15, okay. Ich hab einen Bonus. Den hau ich mal rein. Vorteil oder 2 Punkte? Ah, gucken wir mal. Okay, geschafft. Nice. 15. Nice. Fine, I'll tell you. So long as it spares me your ham-fisted threats. I worship Shah, the Mistress of the Night. It is my holy mission to oppose Siluna, her teachings and her followers.
It hurts. Don't make a fuss, Selunite. We may be at odds, but I have more important concerns than you right now. Soll sie doch sterben hier, oder? Er ist ein Paladin der Saloon. Richtig gut. Oh, ganz unten. Ja, ich weiß nicht, das ganz unten Ach, ist okay. Hier. Ja, größer Problem. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Das überdreht es immer mehr. Alright. As I said, Shaa is my patron, my mistress, goddess of darkness and loss. I assume you've heard of her. Wenn er schon Paladin-Scheiße hat, dann soll er die auch machen. The night brings comfort. Through loss, we find acceptance. In the arms of the Dark Mother, we find peace. Most fear the dark, like children, because in darkness they see their fears reflected. But Shaa teaches us to step beyond fear, beyond loss. In darkness, we do not hide. We act. Pain, hope, the promise of better days. All of these are heavy cloaks that bend our backs and burden our hearts. We shed those cloaks. Before Shaa, we stand gloriously naked, beyond the vanities of mortals. Naked. Wie ihr Zopf die ganze Zeit wackelt. Seid ihr beide einfach mal fertig da? Ja, ich hab schon auf. Wollt ihr euch da noch ein Zimmer nehmen vielleicht? Die Schwestern wieder vereinen oder was? Susan, vielleicht kannst du deinen Glauben wechseln. Oh, und zum Eidbrecher auch noch glaubensabtrünnig, ja? Ich will alle Sünden mitnehmen. Wir tear down the lies the world is drunk on. The institutions they trust, the so-called gods they worship, the lives they cling to. We destroy false idols, topple corrupt organizations, fight heretics wherever they're found. Nicht gut. There's often suffering, death even. Many people break before they embrace Shah's truths. Nee, lieber nicht noch mehr, oder? Curious. Most are afraid of my lady. Macht, I was think du I willst. Did well by joining you. Ist auch egal. Most agreeable company. Ja. Hast du rein. Ja, ich geh schon weg jetzt. Ist okay. Das hätte ja nie aufgehört. Ich glaube, in 2 Stunden hättest du immer noch da gestanden. Ja, das wie. Ah, bei mir. Okay, rast oder was? Machen wir eine kurze Rast. Eine kurze. Ja, ist ja die Frage, brauchen wir denn die... Wie lange Rast? Nein, wir können jetzt eigentlich weiter von mir aus. Nein, es ging jetzt um eine andere Frage, Jusen. Brauchen wir denn eure Zauber für den nächsten Kampf? Könnt ihr denn auch so kämpfen, ohne eure Zauber? Wir können auch natürlich ohne unsere Zauber kämpfen. Also ich könnte doch 2-mal heilen. Lustig. Alles gut, dann machen wir es erstmal. Wenn ihr nicht speichern wollt, dann wissen wir es. Dann wollen wir noch ins Lager gehen, alles gut. Im Lager. Was ist denn das, ey? Das nervt ja so hart. Eine schnellere Encoder-Voreinstellung benutzen? Ich glaube aber nicht, dass du das im Stream jetzt einfach ändern kannst, Alex. Ja, glaube ich auch nicht. Aber es ist, ey, es laggt einfach so krass. Und es beeinflusst auch mein Spiel. Es laggt doch bei mir im Spiel.
bin schon mal froh, dass jetzt, wo ich OBS nicht anhab, mein Spiel nicht abgestürzt ist. Sonst ist es ja alle 20, 30 Minuten abgestürzt. Jetzt haben wir schon fast 50. Ja, ich weiß auch also nicht. Also es liegt wirklich an OBS, wie es aussieht. Ja. OBS hat ja anscheinend gerade ein riesiges Problem. Also ich hatte bei mir schon, dass das passiert ist, obwohl wir vorhin drüber über die ausfallenden Dings gesprochen haben. Da war bei mir mal wirklich meine Internetverbindung. Da ist nicht genug irgendwie beim Router angekommen. Da hat der Router auch ein bisschen hin und her gespastet. Das habe ich dann am Handy gemerkt. Aber da können auch viele andere Sachen sein. Kann ich jetzt nicht ändern. Die Folge auf jeden Fall, wenn wir sie schneiden, der Hammer. Aber eigentlich sollte deine Aufnahme glatt sein. Boah, schauen wir mal, wa? Was ist denn eigentlich jetzt für die letzte halbe Stunde, was wollen wir machen? Na, mir ist egal, ich kann auch länger. Was wollen wir für die nächste halbe Stunde plus machen? Also, wir können jetzt das Lager verlassen erstmal. Wir haben ja jetzt eine kurze Rast gemacht, wir sind jetzt alle wieder voll. Dann würde ich sagen, dann gucken wir jetzt erstmal. Und hier unten, wie gesagt, in der Senke ist was passiert, also sollten wir da vielleicht erstmal hin und gucken. Also Lager verlassen. Ja. Wie steht der alle da noch? Nee, andere Seite. Heiler. Jo. Wir werden ja gespawnt, Digga, ja, ist entspannt. Aber David fehlt noch. Wir sind bei der Kuh, mit der du geredet hast, David, hinten raus, wo du Alex die kleinen Kinder abgezogen hat. So, dann geh mal vor, Jusen. Oder Peiler oder wer auch immer das höhere Charisma hat. Ne, ich hab nur Unterdrück, also Einschüsse und sowas. Warte mal, da kann man ja nachgucken. Ja, aber das geht ja auf Charisma alles. Das haben wir doch jetzt schon gelernt, Jusen. Charakter. Charisma hab ich 12. Hörer David oder. Einschüchtern ist auch nicht schlecht. Das geht immer noch auf Charisma. Einschüchtern auch, oder? Ja! Was okay, verstehst du denn daran nicht? Na, Charisma auch? Den Zusammenhang. Ich seh da nur Mauern, keine Brücke. Wäre vielleicht besser, wenn David sich mit denen unterhält, oder? Der ist auch Druide. Mann, ich rede jetzt mit ihm. Fertig aus. Okay, Peiler redet mit ihm. You took it upon yourself to undertake the Rite of Thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches when you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish. Man hört bei dir die Sachen doppelt, Alex. Gut, und jetzt? Du machst das schon. Leute, wir sind im Gespräch. Was soll er tun? Alter? Bis jetzt hast nur du abgestimmt, aber okay, dann nehmen wir das. Self-important concern. She must learn to respect the balance of all things. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. I owe you my thanks. And an introduction. I am Halsin. First Druid of the Emerald Grove, and
I sense you have a problem you seek my help with. Okay. Ein Problem siehst du denn, du Hund? Achso, vielleicht kannst du auch von dem Hain lassen. Probier's mal. Also ich wäre fürs Erste. Ah, fertig. Geil. Nice, danke. I can feel it right now. Oh, Oak Father preserve you, child. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How is this possible? Da fragt er was. Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. Someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic. I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. At the Goblin Camp, I hoped to find a way to remove the tadpoles. I failed, but I did find the next best thing. I found out where they come from. I will do what I can to help you. Let us speak tomorrow. You and I both have matters to see to first. As for what you've done for the Grove, speak to Wrath. He will see to your reward. Believe me, it is. The span of a mortal life isn't enough to grasp the importance of this place. Ich habe den Spielsound aber auch gerade doppelt von Rüsten gehört. Von mir? Okay. Mhm. Bei Discord hast du geleuchtet. Also du hast die ganze Zeit gerade was gesagt. Ich atme relativ laut. And all the dangers that that entails. But that's tomorrow's problem. So jetzt auch aufhören, gewachsen ein bisschen in die Nase zu stecken. Rest, celebrate. Come morning, I'll be by your side. Imperiled the Grove. How dare you even look me in the eye? So, haben wir jetzt gewonnen? Ja, wir müssen jetzt zu diesem Typen. Nicht über eine Belohnung anscheinend. Oder? Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Achso, ihr dürft die Vasen jetzt aufmachen. Ich wurde damals angemeckert, weil ich sie aufgemacht habe. Aber wo ist denn der Typ? Wisst ihr das? Welcher Typ denn? Der, was jetzt die Belohnung geben könnte. Keine Belohnung. Muss mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo... Ah, die Statue da oben sollte man nicht nehmen, okay. Sieht böse aus. Was finde ich vielleicht irgendein Portal, dass wir hier mal spawnen können? Nee, warum? Ich mach mal eins. Aber teleportieren können wir so oder so. Wo wollen wir denn hin? Das ist die Frage. Ach du Heiliger. In alle Richtungen. Hier oben ist quasi auch noch ein Weg bei mir. Könnten wir auch noch lang gehen. Ja, stimmt. Ist auch noch ein Riesengebiet. Könnten wir hier von Smaragd haben, dass wir in alle Richtungen gucken. Oder wir gehen hier halt unten links zum Goblin-Geheimvorrat. Oder halt oben zur Klinge der Grenzen. Aber da haben wir keinen Teleporter an, richtig. Ah, hier draußen steht einer. Mit dem konnte ich mal. Den Druiden nicht noch retten? Nee, hier sind wir anscheinend durch mit den Quests, also hier wird nichts mehr angezeigt. Ich war schon mit dem Typen hier. Sylvanas, the tree father, our turmoil is calmed. Rede mit Druide Halsen.
Oh, was ist passiert? Was war gespeichert? Hier unten kann man dann lang gehen. Hier geht's links, rechts und geradeaus. Aber ich guck gerade, viel können wir hier nicht machen. So ein bisschen Nest. Oh ne, weit kommen wir hier nicht, Jose. Wieso, wenn wir da springen und dann weiter rüberlaufen? Ich kann mir nur vorstellen, dass wir... Oh, na ah, scheiße. Ich bin unbekannt. Wie? Ich bin oben lang gelaufen. Du bist ja da unten lang. Ich bin hier oben lang. Gott, hier unten sind irgendwie Vögel. Nee, was sind das? Harpien. Ja, okay, Vogelmenschen. Ich habe nur eine, wie ich sehe. Nee, nur okay, eine, vier. Ne? Sechs. Okay. 15. Ich 56. Sehe sie gar nicht. Da unten. Okay. Okay, gehen wir hinter dich, Jose. Ich denke, man lernt schon viel Leben. Jens 20, 24 Euro. Wie viel ist das? Du bekommst die wenigstens keinen Pfeil und Bogen. Ach, stimmt. Vielleicht können wir denn die weiß ich nicht, die Flügel abreißen und selber fliegen. Das Ding ist, wirklich viel laufen kann ich nicht. Bleibt euch vorne. Mit Pfeil und Bogen schießt doch einfach von oben, die kommen doch automatisch zu uns. Stell einfach vor uns, dass sie am besten zu uns kommen. Und schieße mit Pfeil und Bogen an. Ich nehme mal den Feuer. Den Feuerfall. Ja, genau. So gut. Der brennt, aber war Fehlschlag. So egal, ist solange er brennt. Andere versteckt sich da. Ich kann leider keinen Kampfrausch machen. Ist denn da irgendein Instrument eigentlich gerade? Mehrfachangriffe und Gelegenheitsangriffe, oh, das kann richtig mies werden, wenn die an uns rankommen. Seien sie! Okay, wo bist du denn, Spoten, Dicker? Du müsst doch eh zu uns kommen. Wirklich viel Welt fliegen können sie nicht. Ah, oh, Flame Pens. Die sich da schon zu dritt unten hin. Oh, wenn du jetzt dich hier oben hinstellst, kannst du da vielleicht einen Flächenangriff machen? Ah, du hast keine Zauber mehr, wa? Doch, hab ich. Vielleicht kannst du eine von den Schriftrollen benutzen. Brauchst ja nicht unbedingt deine Zauber, du hast ja en masse Schriftrollen noch bei dir drin. Ja, es sind aber auch großteils bloß Standardattacken, die kann ich auch so wirken. Okay. Du sagst. Nur leider was Flächendeckendes habe ich hier nicht mit bei. Also ihr könnt den Fettfilm machen, aber die fliegen eh gleich weg. Hm. Bringt nichts. Also ihr könnt bloß ein Stück runter gehen und... Oder kann ich das sogar von hier? 100% kann ich sogar von hier. Könnte da unten, wo die drei sind, einen Dolchwirbelsturm erzeugen. Mhm. Sollte ich sie eigentlich alle treffen? Oder? Ohren? Kick it! Oder auch nicht. Die Fläche wurde gerade riesig angezeigt. Super. Vielleicht wird das von Mal zu Mal nur größer. Aber, wenn sie sich bewegen, müssten sie eigentlich nochmal Schaden kriegen, oder? Den Ehen hast du erwischt da. Daneben. Mhm. Der hat nur noch 23. Nee, den hat Jusen doch mit seinem Pfeil getroffen. Achso. Ja, genau, mit dem einer. Achso. Okay. Aber er brennt auch.
Das habe ich nicht. Was man nicht vernachlässigen darf. Sehr okay. Schön. Kannst du wieder zurücklaufen? Leute, soll ich da auf dieses Holzbrett mal raufspringen und einfach da in der Mitte stehen bleiben? Aber das bringt nichts, wenn die alle zu uns kommen, Alter, dann musst du ja erst einen riesen Bogen laufen, oder? Das war echt geil. Der ist tot, oder? Ja. Ich würde jetzt einfach mal einmal springen. Hier nach unten. Schön, okay. 8 Schaden. Kann passieren. Das wird hier auch angezeigt. Das ist der Blöde bei Springen. Nice. Wenn du mit dem Bogen schießt, hättest du die runterspringen müssen, Digi. Ja, doch. Ich muss auch ein bisschen näher, weil ich will auch Nahkampf machen, Digga. Aber ich wollte jetzt nicht noch weiter runterspringen, aber erstmal ein bisschen Schaden machen. Wo ist denn das? Da ist jetzt das Problem. Das gibt ja kein Problem, man hätte es bloß besser machen können. Ah, okay, alle, die da durchfliegen. Nice. Nice. Der ist tot. Kannst du die, hast du unten rechts von dem deinen Items noch ein Symbol? Kannst du das Ding vielleicht bewegen? Was kann ich bewegen? Rechts neben deinen Items. Ist da eventuell ein Symbol, dass du das bewegen kannst? Ja, das ist so ein roter Strich, wie so eine Zielleiste. Nee, das würde ihm, glaube ich, auffallen. Wieso nicht? Also hier sind viele Symbole. Unten neben deinen Symbolen ist auch wieder super gesagt. Wenn du bei mir im Stream reinguckst, Pyler. Ja. Das hier, was ich bewegen kann. Das meint er. Dieser rote Strich hier. Ah, okay. Warte. Nee, weiter rechts davon. Also quasi nicht rechts neben den Items. Also da, wo die Items sind, bloß weiter rechts. Ach so, dass du da mehr rein hast. Hier unten eine Plus und Minus. Genau. Ich weiß nicht, wie groß Pyler das bei sich hat. Du kannst die. Ja, das ist mir klar, dass ich das hin und her ziehen kann, um die Sachen alle zu sehen. Ja, du kannst aber noch mehr Reihen dir anzeigen, das mit Plus und Minus hier. Ja, weiß ich doch, Digi. Achso, okay. Das wusste ich ja nicht. Das war die Frage. Jetzt hat mir David schon, glaube ich, bei der ersten Session erklärt, seitdem fummel ich hier immer rum. Dass ich ungefähr immer alle Zauber sehe. Frage geklärt, wir haben noch 2 Gegner, einer hat 6, einer hat, keine Ahnung, 20. Let's go! Fall los. Nur 2 ist so eine Scheiße. Ich sagen, gehen wir auf die 4er. Schön. Jetzt haben wir nur noch den einen. Oh, und der brennt. Und wer hat's gemacht? Dankeschön. Okay. Ja, jetzt kommt er gleich an die ran. Das wird sein Ende sein. Mhm. Hey, jetzt rennt er weg. Alter, wie weit? Der kann uns auch nochmal hitten, wenn wir Pech haben. Nee. Macht er aber nicht, dafür, oder? Dafür hat er zu wenig. Wen von beiden hau ich eher? Ja, der dreht sich die ganze Zeit. Das Problem ist, das ist richtig kacke für mich. So, ist der Letzte, der ist jetzt tot. Könnt ihr ihn wegkillen? Fast. Nö. 6, okay. Boah, warum hab ich nur so eine geringe Chance, ihn zu treffen, das ist ja scheiße. Muss ich ihn ein Stückchen weiter weg? Ah, nee, geht nicht. Weil du so nah dran stehst. Das ist ein Fernkampfangriff und du bist im Nahkampf. Also dann, was kann ich, wie viel Schaden mache ich, wenn ich zuhaue? Ja, kannst mit deinem Stab ja zuhauen, ja. Maximal 5. Ja, reicht da erstmal, ist da noch eine. Hau ruf da. Ah, siehst du. Tippitoppi. Hast ja auch dein Schild. Ist auch nicht schlecht. Falls er dich attackiert.
usen kann, von unten mit der Armbrust mal drauf schießen. Genau, tippitoppi. Alle, die schafft. So leuchtet. Jetzt hat er wieder gespeichert. Ich glaube, das war David, oder? Sieh, sieh. Ja, du musst mal deinen Deutschsturm ausmachen. Jusen, geh mal da raus. Krieg Schaden. Ja, Jusen. Kannst du den ausschalten? Ausmachen? Hast du wie rechts denn? Irgendwo ein Symbol? Ich weiß nicht. Kannst du bei Discord streamen? Ich habe hier halt mein Dolch-Symbol, aber ich kann bei Discord streamen, oder? Jetzt ist er doch weg. Oh, komisch. Etwa vielleicht nur ein paar Runden oder so und jetzt ist ja der Rundenmodus aus. Genau. Ja, jetzt ist der Rundenmodus ja aus und dann. Kommen wir denn da bei dir irgendwo weiter, Alex, oder ist das Sackgasse hier? Nee, das ist Sackgasse. Das Sackgasse, hier gibt es nur. Ja. Bisschen was zu gucken hier, aber. Hier jetzt nur durchs Wasser. Schon. Hier hinten jetzt noch weiter, könnte man springen. Ja, an genau. Der Stelle. Ich hab hier noch eine Holztruhe, blute die mal. Alles andere geht hier nicht weiter. Da ist Alex, hier hinten ist auch Sackgasse. Okay. Ja, da könnte man springen halt. Von Säule zu Säule. Meinst du, wa? Ja, ja. Na, mal, du oder? Bist der, der am weitesten springen kann von uns. Nee, das ist nicht weit. Das schafft jeder. Sagt er zu dem Zwerg. Doch, Peiler schafft das. Das Sprung. Dann wollen wir, Peiler, ich komm zu dir. Erdhaufen. Müsste jemand mal ausbuddeln. Hier ist eine Kiste versteckt. Oh, hast du bloß, glaube ich, keine Schaufel bei, ne? Okay. Nee, okay. Doch. Ah, danke. Hat schon geklappt. Ein bisschen Gold. Fallenentschärfungswerkzeug und ein Billowbogen. Aber wir kommen hier drüben jetzt auch nicht weiter, Yusi. Können wir da irgendwas Sackgasse. Wasserfall nehmen? Hinter dem Wasserfall ist nichts. Man sieht zumindest nichts, wenn man mit der Kamera ganz dicht dran geht. Obwohl, da oben ist eine Leiter. Wo geht denn die Leiter hin? Ah, alle klar. Das geht wieder da ins Camp, wo wir gerade herkamen, wo Alex verkauft hat. Nö, okay. Das war hier nur die Kiste, wie es aussieht. Okay, gut. Und die paar Harpien. Zwergenpower. Power Zwerg. Cool. Jetzt komme ich nicht mehr. Doch, jetzt so. Alter. Das wär jetzt okay. Musst erst warten, bis Jusen weg ist. Wenn du da vor mir stehst, komme ich ohne rüber. Hm. Sie fragen, Jusen, was hatten die gesagt? Müssen wir da jetzt mit der nochmal quatschen? Mussten wir für die Harpien schrecken, oder? Was? Keine Ahnung. Du hast doch mit dir gequatscht. Ah, der hat dir nichts so erzählt. Da war nichts mit Harpien oder irgendwie sowas.